Hören Sie in Vorbereitung auf die Predigt aus Daniel 10. Am 24. Tag des ersten Monats stand ich am Ufer des Tigris. Als ich aufblickte, sah ich einen Mann, der ein weißes Leinengewand mit einem Gürtel aus feinstem Gold trug. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz. Und die Augen glichen brennenden Fackeln. Die Arme und Beine schimmerten wie polierte Bronze. Und seine Stimme war so laut wie die Rufe einer großen Menschenmenge. Hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gern erkennen, was Gott tun will, und hast dich vor ihm gedemütigt. Schon an dem Tag, als du anfingst zu beten, hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Jetzt bin ich hier, um dir zu erzählen, wie es in späterer Zeit mit deinem Volk weitergeht. Denn was du nun von mir erfährst, liegt noch in ferner Zukunft. Liebe Freunde, Gott ist in unserem Leben aktiv, selbst wenn wir seinen Zeitplan nicht verstehen. Amen.